Es ist alles Gold, was glänzt. In der Hölle war es kuschelwarm und Romorik stand neben einer Getreidefarm. Doch ohne Getreideaberntegenehmigung konnte er sich keine Getreideaberntung genehmigen. So verließ er den Ort und war damit zugleich und somit sofort im Höllen-Fanshop-Bereich. Ein Satans-Biber-Kuscheltier? Fragte der liebe Volontier. Vielleicht ein Shirt mit nicht ansprechen, ich brenne. Das sind die besten, die ich kenne. Der Romorik zeigte sich sehr entzückt. Ihm war sein erster Diebstahl geglückt. So knapperte er höllisches Knäckebrot, doch auf ihn lauerte schon längst der Tod. Der Tod, der hatte eine Bestellung, darin gab's keine Fritte. Einmal töten, zum Hiersterben bitte. Romorik verneinte dies, schon saß er im Verlies. Neben fürchterlichen Folterinstrumentalien, da stand auch noch ein Alien. Es heißt Johann Wolfram vom Mars und führt die Analsonden in den Arsch. Die Ghasts rissen die Mauer einfach um. Hatten die denn eine Haftpflichtversicherung? Romorik dachte nur an seine Flucht und rannte in eine Höllenbucht. Dort entdeckte er einen mordlüsternden Höllenschleim und daneben einen liebreizten Blümelein. Oh mein Gott! In Panik geraten, in Furcht getrieben, hatte er sich mit Seelensand eingerieben. Eine Tarnung fast perfekt, hat er sich noch in Brand gesteckt. Im Feuer sucht sich ja niemand. Bestes Versteck, ganz brillant. Das Feuer war schnell erloschen, er wurde entdeckt und verdroschen. Wieder eingesperrt, aber sie hatten etwas vergessen. Hatte in der Zelle nicht ein Creeper gesessen? Romorik floh wieder einmal und fand sogleich ein Höllenportal. Nun konnte er wieder die Freiheit genießen. Doch war ihm eher danach eine Träne zu vergießen? Romorik war schlauer als alle zusammen. Sie nannten ihn König. Steht bald alles in Flammen?